dass die ganzen scheiß Politiker mal mehr Aufmerksamkeit Richtung Spiele mal lenken sollten. Beide Feinde neutralisiert. Roger, weiter geht's. Im Endeffekt musst du mal so betrachten. Sag mir, was du siehst. Verstanden, Augenblick. Irgendwann ist unsere Generation in der Politik drinne. Und dann sieht's komplett anders aus. Und ach, keine Ahnung. Ja, das haben sie halt auch schon viele, ist klar, dass sich viele. Was für eine Riesenscheiße. Zwei Feindgruppen oben und unten. Fünf insgesamt. Die oben haben Priorität. Wir stehen bereit für deinen Einsatz. Ja, zeig dich. Natürlich regen sich viele darüber auf und sowas. Und das ist scheiße, Politiker nicht funktionieren. Aber es liegt einfach nur daran, warum die Politiker so sind. Weil wir nichts dagegen machen. Und daher bin ich der Meinung, jetzt sollten wir alle mal aufhören gegen PlayStation oder Xbox fertig zu machen. Und einfach mal sagen, komm, jetzt machen wir mal eine Gemeinschaft. Da fordere ich jetzt auch die großen LP auf und nicht nur die kleineren, weil die einfach mehr Macht haben, sag ich jetzt einfach mal dazu. Die haben einfach mal mehr Macht und können sowas eher hinausbringen als hier. Diesmal bist du allein. Versuche einen Doppeltreffer zu landen oder warte, bis sie sich die Brücken zudrehen. Roger. Guter Schuss. Das war leider kein Doppelschuss. Aber immerhin, hier mit einem Schuss weggehauen. Vorsicht, Hubschrauberpilot schnüffelt rum. Erledigt. Okay, südlicher Weg, sauber. Letzter Engpass. Wir brauchen Hilfe mit dem Typen im Gebäude. Er schaut auf den Hof. Wir können ihn da nicht gebrauchen. Er muss weg. Alles klar. Abschuss bestätigt. Schalte einen der Soldaten aus, die gerade reden. 3-2. Ich bin dran. Scheiße, ich kann kein Double Kill machen. Guter Schuss. Jetzt habe ich einen Double Kill. Ziel linke Seite. Bam, Alter, der war nice. Pierce, wie läuft es bei dir? Ah, okay, wir müssen sie ablenken. Wenn wir sie nicht dezimieren, bevor wir reingehen, sehen wir alt aus. Ich habe eine Idee, aber einen großen Kraftstofftank am Hubschrauberlandeplatz erspäht. Du hast ein paar Claymores, oder? Ach, darauf willst du hinaus. Wir verminen die Treppe und machen dann ein bisschen Alarm, Keller? Hört sich nach einem Plan an. Wir hauen rein, sobald die Minen hochgehen. Okay, Cole, du führst an. Die Show beginnt auf dein Zeichen. Boom, Baby. Guter Schuss. Und auf geht's. Abwarten. Strike, die Show beginnt. Los, los, los! Auf mein Kommando. Die ist mir nach. Vorrück! Ihr werdet beschossen, Cole. Eröffne das Feuer auf sie. Ich bin dran. Angreifen! Ja, Sniper-Scharfschütze hier. Weiter jetzt. Profi-Scharfschütze. Es ist ein bisschen schwierig, hier mal ein vernünftiges Thema anzusprechen, weil die halt viel dazwischen labern. Also ich kann jetzt nicht so vernünftig labern, wie ich wollte. Feind rechts. Sauber. Zweiter Stock sauber, keine Geisel in Sicht. Los, los, los! Ziel in Sicht. Wir haben ein Problem. Die Geisel hat eine Waffe am Kopf. Warte, die versuchen, den Söldner für dich rauszujagen. Okay, verstanden. Du bist umzingelt. Waffe weg und ich verspreche, dass dir nichts geschieht. Hände hinter den Kopf und... Fick dich, du Mutter. Denkst du, ich bin blöd? Ihr drei, wirft die Waffen weg. Habt ihr einen von uns? Er ist in schlechter Verfassung. Uniform Medivac wird angefordert. Verstanden. Helikopter geht jetzt hoch. Kannst du Infrarot nutzen, um ihn zu lotsen? Bestätigt. Ihre Arbeit, Teams. Keller, Sie und Ihre Männer sichern die Position und warten auf unseren Vogel. Wir werden auch Nachschub und zwei zusätzliche Einheiten schicken. Anderson, gehen Sie voraus und säubern den Weg zum Hotel. 3-1 wird den Treffpunkt per Funk durchgeben. Mach ich. Ich bin dran. Gute Show, Anderson. Gleichfalls.
Bis später, Jungs. Wie ist die Lage im Gebiet vor uns, Lieutenant? Oh, man springen kann. Mehr Höhlen und Klippen, die sich zu einem Resort-Bereich öffnen. Ist stark bewacht und man kann nicht sagen, ob während des Angriffs Kommunikationen durchgekommen sind. UAV bewegt sich zum Overwatch. Okay, das ist kein Gegner. So, Messer ich. Не вижу его. Нет, schlecht, Alter. Alter, nice. Da wurde ich mit einem Schuss weggesmashed. Eieiei, ich muss da ein bisschen ruhiger vorgehen, glaube ich. Ja, wie gesagt, ich wollte eigentlich... Nein! Ich wollte eigentlich mal ein bisschen vernünftiger... Im Gebiet vor uns, Lieutenant. Mehr Höhlen und Klippen, die sich zu einem Resort-Bereich öffnen. Ist stark bewacht und man kann nicht sagen, ob während des Angriffs Kommunikationen durchgekommen sind. UAV bewegt sich zum Overwatch. Leute, verbraucht beim Springen Energie. Okay, interessant. Wie gesagt, ich möchte gerne ein bisschen, ich wollte eigentlich mal ein bisschen besser auf dieses Thema einsprechen, aber es ist einfach nicht möglich, weil die hier viel dazwischen labern. Nervt ein bisschen. Und er verliert extrem viel Blut. Je mehr von diesen Schweinen tot sind, desto besser. So, der Affe turnt irgendwo direkt unter uns. Schönen Arsch geschossen, ey. Von denen ist keiner mehr am Leben. Muss jetzt sein, Leute. Wieder auf dem Radar angezeigt, Razor. Infrarot gibt an, dass hinter dem Wasserfall ein Weg ist, den du benutzen kannst. Okay. Der pfeift so schön. Alter Schwede, wo ist der? Eieieiei. Ich sehe ihn nicht. Wer hat mich denn da im Visier? Da oben der! Verdammte Hacke! Achso, was ich nochmal fragen wollte. Ja, ich habe jetzt so noch ein Thema. Das wäre eigentlich jetzt mal. Nee, das machen wir jetzt. Ist ein bisschen ruhiger. Und zwar haben mich ja schon ein paar meiner Kollegen halt gefragt, nachdem sie das Intro gehört haben, warum denn Rap? Ich so, was hast du denn gegen Rap? Ja, Bushido und Sido sind doch voll scheiße. Ich so, ja, was kennst du denn von Bushido und Sido? Ja, Bushido halt, Vendetta und Endgegner. Ich sehe, das sind ja auch zwei Dreckslieder, die voll dieses Klischee wieder erfüllen. Ja, und von Sido halt, mein Blog. Ich sehe, das ist auch wieder so ein scheiß Drecksklischee. Okay, das ist ein bisschen Verarsche mit bei, das kann man nicht für ernst nehmen, das Lied. Aber ihr seid ja der Meinung, dass das total ernst gemeint ist und sowas. Aber es ist zum Heulen einfach nur. Und daher bin ich der Meinung, dass Rap wesentlich mehr ist als nur mit Titten und Ficken und Blasen und hab die größten Eier und so ein Scheiß. Das geht mir nicht auf den Sack. Und jetzt möchte ich einfach mal einen Satz rausbringen, den ich letztens mal gesagt habe, wo ich mir dachte, ja, das ist richtig. Rap ist einfach mal die Wahrheit sagen. Was habt ihr... Ich sag mal, die Leute, die ich jetzt da gemacht habe, die für mich dieses Intro-Lied gemacht haben. Das sind solche krassen Leute, East Slice Records, die haben's drauf, die machen vernünftige Raps. Und